Tino macht gerade einen Hitlergruß. Ist das neu? Nee. Nee, das ist einfach nicht an diesem Start. Das ist nur anders, weil es auch so, so blau leuchtet, weißt du? Ja, das steckt ja nicht richtig drauf. So, das ist doch schönes Audioerlebnis für die Leute. Na, ich hoffe, es läuft noch. Ja, bestimmt. Also, was nicht mehr läuft, ist das Leben von Susan. Die ist tot. Oh nein. Direkt Susan rein. Susan Sideropoulos. Susan Wojcicki oder wie sie heißt. Die YouTube-Dame da. Ist das die, deren Sohn erst im Januar gestorben ist? Kann sein, ich habe keine Ahnung. Auf irgendeiner Influencer-Mom gelesen. Nein, die ist keine Influencerin, das war die YouTube-Dame. Also nicht die Influencerin, also die Chefin, die CEO-Dame. Susan Wojcicki. Die von Google. YouTube. Achso, naja, es ist auf Google quasi. Ich habe irgendwas gelesen heute noch auf der Hinfahrt. Ja, die ist heute gestorben. Das sind brandheiße News hier. Genau, und ich dachte halt, dass ihr Sohn auch gestorben wäre erst Anfang des Jahres, wenn das die gleiche Person ist. Naja, das Gute daran ist, der hat das jetzt nicht mehr mitgekriegt. Nee, aber ich meine, das ist so als Tragödie, weil erst stirbt ihr Sohn, jetzt stirbt sie selber. Hm. Gibt es denn eine Todesursache? Hat sie sich tot gegoogelt, oder? Ja, das weiß ich nicht. Die war nicht so alt, Susan. Warte, Susan Ich wollte gerade fragen, ob sie alt und entfernen gedrückt hat, aber offenbar nicht, wenn sie noch jung ist. Sun. Ja, der ist auch nicht mehr da. Das genau. Ist tatsächlich... Habe ich gelesen auf der Herfahrt. Nee, das ist ja ihr Artikel. Ist auf einmal... Also ich habe gerade einen Powernave gemacht, Leute. Hört man das? Übrigens. Kein bisschen. 90-year-old son of former YouTube-CEO calls of death. Okay. Hallo, Leute. Alle tot. Wir sind Rolf und Zukowski. Ja, gerne. Und wer ist die Frage? Naja, ich muss halt leider Rolf sein, wegen dem R. Ach so. Und wir zusammen sind brennend im Internet, wenn wir uns hier so assemblen, ja? Ja. So Transformer-mäßig. Fusionieren. Fusion. Ha! Dann sind wir Brennpunkt Internet und dann steigen wir ein im Cold Opener und machen uns über tote Leute lustig. Hammer. Unter anderem. Nein, natürlich nicht. Auch lebendige das ist Menschen. Sehr schade, aber es ist schon nicht so gut, wenn die Mutter ihren Sohn sterben sieht, aber es ist immerhin auch gut, wenn der Sohn dann seine Eltern sterben sehen muss. Und das ist die Partnerin oder Frau vom YouTube-Chef. Oder nein, die hat damit doch gar nichts zu tun. Die ist einfach. Du bist so richtiger Sexist. Du sagst jetzt wieder, die Frau. So. Ja. Und? Die ach, Frau. Ach, selber CEO. Ja, und die Frau kann nur durch ihren Chef irgendwie in Machtposition. Da gibt's ja auch. Das ist, du kotzt mich an mit deinem sexistischen Weltbild, ey. Ist fürchterlich mit dir. Ich hab's so verstanden, ich kenne die Frau ja nicht. Die hat da hereingeheiratet in dieses YouTube. Na, kann ja sein. Ach, was weiß ich. Egal, das ist auch schon wieder Schnee von gestern. Wortwörtlich, wenn ihr das hört, weil wir haben gestern aufgenommen. Aber abends heute, wir sind brandaktuell, es ist 20.42 Uhr. Ei. An einem Samstagabend, weil ich auf Fortbildung war, mal wieder zum vorletzten Mal. Hm. Das nächste Mal im Oktober und dann ist vorbei. Da bin ich frei. Fortbildungsfrei. Ex-YouTube-CEO, die war auch nur bis 23. Also die ist ja jetzt eh schon nicht mehr. Aber mit 56 Jahren ist es trotzdem. Ist schon jung, ja. Gibt es eine Todesursache? Also weiß man, was passiert ist? Plötzlicher Kindstod. Was, die Impfung? Ja, ich muss ja gerade mal gucken, wo es überhaupt anfängt, also alles komplett. Wo fängt die Woche eigentlich an? Ja, die Woche fing an mit Antarktis hat 50 Grad mehr, als sie haben sollte. 50? 50. Das ist ja schon fast über Null, wa? Ja, richtig, bei minus 70 normalerweise und bei minus 20 war es, aber schlecht. Das klingt halt immer noch kalt. Mhm. Ist richtig. Aber nicht kalt genug. Da habt ihr in Physik aufgepasst. Minus 20 ist wärmer als minus 70. Mhm. Aber für Antarktis ist nicht gut. Nee, das ist viel zu warm, leider. Ich fühle mich wie besoffen, Alter. Woher weißt du, wie das ist, besoffen zu sein? Warst du schon mal getrunken? Ich habe Antarktiswasser getrunken. Ach so. Ach, du bist also dran schuld, dass es aufgewärmt ist. Ja. Hast du eine Feuerbowle gemacht? Ah. Nein. Siehst frisch aus, Robin. Siehst sehr gut aus. Euer Daily Klima-Pissmann. Ja. Heute werden die Übergänge nicht ganz so galant, ich sage es ist. Aber ist egal, du hast doch da schon wieder einen Regenbogen. Nee, was, nee, das nee, ich habe Olympia habe ich da stehen. Denn ich habe eine witzige Meldung gesehen vom WDR 2. Nämlich haben die Olympiaprämien für Goldmedaillen veröffentlicht von den verschiedenen Ländern.
Wenn du für Hongkong Gold gewinnst, bekommst du 690.000 Euro umgerechnet. Wenn du aus Taiwan kommst, was nochmal woanders ist, ist. Ach so! Genau. Eine halbe Million Euro plus lebenslang 3.700 Euro monatlich. Also quasi ein Grundeinkommen sozusagen. An sich der bessere Deal. Muss dann halt nur 200 Jahre alt werden, dann hast du hier richtig hops genommen. Dann wird es weniger. Frankreich 80.000 Euro, USA 35.000 Euro. In Good Old Germany immerhin 20.000 Euro. In Schweden gibt's nichts. Das ist eine Aussage, die steht für sich. Da gibt's einfach nichts in dem Land. Genau, im Iran gibt's Goldmünzen. In Malaysia gibt's ein Auto. Und das Coolste, Südkorea, du siehst es schon, gibt's keine Wehrpflicht. Geil. Ist es nicht irgendwie komisch, dass du als Land quasi werben musst, also nicht werben, aber du musst einen Preis ausschreiben, dass man nicht zur Armee gehen muss? Ich finde das ein bisschen, es macht ja auch ihre Armee schlecht. Eigentlich muss auch der Dienst an der Waffe fürs eigene Land besser sein als eine goldene Schallplatte. Ja, Medaille. Eine goldene Schallplatte. Eine Medaille. Ja, das sind die Good Vibes, die in der Armee eigentlich herrschen. Die müsste man mehr promoten, das ist richtig. Aber mich wundert es ehrlich gesagt, dass rund um, nee. Es ist ja nicht wirklich China, ne? Hongkong und Taiwan. Da würde mich interessieren, so ob China da irgendwie nochmal Geld raushaut. Also bei Taiwan gibt es ja gespaltene Meinungen. Da gibt es nur eine richtige Meinung. Aber. Wenn du John Cena fragst, dann nicht. Ja, ob die da so Ausreißer sind oder ob auch Mainland China quasi hier einfach mal eine halbe Million verpulvert. Ja. Aber Deutschland, was sind wir für eine Geizkragen, Alter? Das ist ganz schön wenig, ne? Da lohnt sich das Antreten noch gar nicht. Die grinden sich ihre Gelenke kaputt hier jahrelang, um dann irgendwie 20.000 Euro abgespeist zu werden. Arschloch. Die kriegen ja auch so Gelder von Deutschland, Sponsoren Arschloch. Oder so. Ich bin noch ganz kurz bei Olympia, habe ich mir glaube ich nicht. Doch, hier habe ich noch zwei News notiert und zwar: einmal hat Iman Khalif Gold gewonnen im Frauenboxen. Das war ja die Person, die für einen Mann gehalten worden ist, beziehungsweise für eine Transfrau. Wo jetzt immer mehr auch zurückrudern, auch Logan Paul hat sich auch geäußert darüber. Das ist schön, Logan Paul hat zu wichtigen Sachen immer eine Meinung. Ja, natürlich, und der hat zurückgerudert und meint, ich will mich entschuldigen für diesen Kommentar, sie ist halt eine Frau, sehe ich jetzt auch ein. Aber er hat trotzdem vor seinem Kommentar quasi bei WWE seinen US-Titel verloren, der war ja US-Champion gerade, musste den jetzt spontan gegen LA Knight abgeben, wegen dieser Kontroverse. Also WWE macht das gut. Und noch etwas Spannendes, denn Snoop Dogg war ja das Maskottchen der Olympischen Spiele in Frankreich. Und der hat eine Anekdote erzählt, nämlich sollte er mal abgeschoben werden aus Frankreich, aus Großbritannien. Ja, ich sehe da ein Bild von der Queen. Das ist schon vorweggenommen, genau. Ist das nicht eine Anekdote zufällig? Auch eine Anekdote, genau. Ja. Und zwar wollten sie Snoop Dogg aus England rauswerfen. Ich glaube, auf irgendeiner Großbritannien-Tour in den 90er Jahren, genau. Und ich weiß gar nicht mehr, warum das gewesen ist. Ich habe es vergessen. Der Mann ist schwarz. Das kann auch sein. Das hat mit nichts zu tun, ich wollte es nur mal sagen. Oder wegen Drogen vielleicht, keine Ahnung. Jedenfalls hat sich die Queen persönlich eingesetzt dafür, dass er nicht abgeschoben worden ist. Und meinte halt, dass sie auch ein Fan wäre und so und ihre Kinder auch. Und da hat Snoop Dogg sie als sein Mädchen bezeichnet. Und Liebe und Respekt für die Queen. Fand ich ganz süß. Based. Ja, ich sehe die Queen schön morgens zum Kühlschrank watscheln in ihren Schlappen mit Drop It Like It's Hot. Das kann doch echt sein. Ja. Das traue ich ihr zu. Ja, doch. Der Königin der ehemaligen. Aber die ist trotzdem tot. Jetzt ist sie tot, ja. Also ich traue ihr das ehrlich gesagt nicht mehr zu. Nee, ist also gar nichts mehr, glaube ich. Schade. Ich hatte bestimmt auch irgendwie was Olympisches hier. Also Skaten war dumm. Wer hat gewonnen? Wer hat Gold bekommen? Tony Hawk? Nee, Neuseeland, glaube ich, oder so. Tony Hawk war tatsächlich auch da. War alles ein bisschen Panne, weil seine Birdhouse-Crew da halt irgendwie vertreten war, aber gewonnen hat Neuseeland. Aber es war halt wirklich, jeder zweite Trick war ein Kickflip-Indie. Das war einfach zum Anschauen langweilig. Also Bowl war da, die Woche davor war Street. Und Ollies und so? Und Ollies gab es auch, ja. Alle Ollies, die man sich... Olli P. war da. Ach toll. Olli war... Pocher, also quasi Olli der Schulz. Andere Olli P. Genau. Quasi. Ja, stimmt. Ja, was gibt's noch? Oliver Kalkofe. Olli Schulz, wie gesagt, der ist super. Olli Kahn. Olli Kahn. Der wurde gemacht. Olli Kante. Ja, aber der wurde richtig hart gemacht, du. Ja, und dann wird's langsam dünner. Olli. Nee, Jo Olli gab's noch. Ach ja. So, ja, stimmt. Das war's dann aber auch. Olli Alligator. Ich guck mal, weil ich hatte ziemlich sicher auch noch irgendeine Scheiße hier, was bekannt ist. Ja, jetzt kommen wir ja schon wieder zum ja. Oh, sicher. Ja, hier ist ein gutes Bild. Also ich habe nichts mehr zur Olympiade. Jetzt habe ich es mit Absicht gesagt. Aber zu Frankreich, ne? Genau. Genau. Ich wusste es doch. Also George Bush war vor der Mona Lisa im Louvre. Also ohne George. Ja, genau, ohne George.
ein sehr großer weiblicher Busch. Da wurde wieder gegen irgendwas protestiert oder für irgendwas. Die hat da so lang gedanced. Ich habe mich ehrlich gesagt gar nicht damit beschäftigt. Also sehen wir ein Bild im Louvre vor der Mona Lisa. Ja, mit eine, Cold Mirror, die Hand hochhebt. Da steht eine Frau davor, die Faust hebt in einem schwarzen Pulli oder einer schwarzen Zipjacke. Und davor sitzt eine Frau mit gespreizten Beinen, untenrum nichts an, außer halt den George Bush. Mhm. Und Stöcke, also so High Heels quasi und so ein Korsett obendrauf. Ich würde sagen, Beine. Wir hatten ja vor einem knappen Monat mittlerweile auch so ein Bild von Trump mit der Faust hoch. Ja. Würde ich sagen, das ist das Bessere. Ikonischer, ja, das stimmt. Also Bush vor Mona Lisa. Schön. Aber du kennst die Hintergründe jetzt nicht von dem Foto. Nee, ist mir auch scheißegal. Ist bestimmt ein gutes Ding gewesen. Ich wollte bestimmt, dass in Antarktis nicht 50 Grad zu warm ist. Oder so frauenrechtemäßig, ne? Wie heißen diese hier? Die Femme, wie die hießen? Femme Le Bush. Irgendwie sowas, genau. Wir drücken die Daumen für das, was ihr da erreichen wolltet. Ja. Ja, cool. Trump hatten wir jetzt erwähnt, dann gehen wir da doch einfach mal ganz kurz ein. Also, der ist ja nicht so gut. Meinst du? Sagen Leute. Ist deine Meinung. Kyle Rittenhouse, der Typ, der dieses bei George Floyd so Leute erschossen hat und dann in der Kritik stand. Der ist Fan von Trump bestimmt, ne? Nee, der hat nämlich eine Gemeinsamkeit mit Joe Rogan, also der einzige Podcast, der ein bisschen erfolgreicher ist. Der ebenbürtig ist, quasi, genau. Auch inhaltlich. Und die haben beide gesagt, sie endorsen nicht Donald Trump. Aber ja. Kamala Harris auch nicht, oder? Auch nicht. Ja. Also Kyle Rittenhouse hat gar nichts gesagt, sondern eher so, macht da nichts. Ach, krass. Und Joe Rogan hat so quasi gesagt, er ist für den RFK, für den Kennedy, der Dritte, der stimmt, eigentlich nicht so relevant genau. ist. Ja. Und in beiden Fällen haben die so richtig Feuer unterm Arsch bekommen von der Mega-Base, von der Make America Great Again Kult-Riege. Und dann haben sie beide zurückgerudert, haben so gesagt, ich habe mich getäuscht, also ich weiß ja nicht, eigentlich ist, also der Trump ist ja doch ganz gut. Cancel Culture von rechts. Cancel Culture. Wer cancelt hier wen? Das lag vielleicht daran, dass hier dieser Rittenhouse da, dass der weiß, dass er so unbeliebt ist als Mörder, dass Trump zu endorsen eigentlich schlecht wäre. Weißt du? Dass er schon Trump-Fan ist, aber sagt, ey, ich als Mörder sollte vielleicht nicht sagen, dass ich Trump-Fan bin. Dann haben die wieder einen Grund mehr zu sagen, hier, Trump ist böse. Hm. Ich kriege gerade eine Nachricht rein, vielleicht haben wir doch mehr Zeit hier. Hallo, also ja, ganz entspannt. Mach wie das hier bei euch ist. Mach dir keinen Druck in irgendeine Richtung. Ja, also wenn hier jemand kommt, dann kommt hier jemand, ansonsten. Ja, sonst nicht. Erzähl mal weiter, wer Kyle Rittenhouse ist. Da habe ich. Der George Floyd-Mörder. Im Stream, ich habe einen Outdoor-Stream gemacht am Mittwoch und da habe ich da auch ein kurzes Statement zu gesagt, weil ich finde den auch nicht geil. Das ist ja einfach so ein relativ junger Wanz damals gewesen, der über Staatsgrenzen gegangen ist mit AK-47 oder was weiß ich, irgend so ein Sturmgewehr und hat dann da aus Sicherheitsgründen, ja, wollte für Sicherheit sorgen und dann hat seine eigene Sicherheit auf dem Spiel gestanden und da hat er sich dann gegen gewehrt. Mhm. Und vor Gericht wurde gesagt, er hatte Angst vor einem Skateboard, ja, weil da ist jemand mit einem Skateboard hinter ihm hergerannt und da hat er dann angefangen mit Schießen. Ja, ja. Und der Anwalt hat gesagt, dass das eine Waffe ist. Und ein Skateboard ist eine Waffe? Ja, und jetzt fängst du... Müssen die Skater jetzt etwa fürchten? Ja, erstens das, aber du machst dich auch schon wieder ein bisschen drüber lustig. Ich habe gesagt, dass die das eine... Dich hart. das macht mein Hobby nicht so nieder. Nein, aber das ist wirklich die eine Sache, wo ich sage... Das ist halt, also wenn du das wirklich wie so einen Baseballschläger nimmst und jemanden eine Achse vor den Kopf haust, dann kann der schon sterben. Das ist ja alles eine Waffe, auch ein Staubsauger ist eine Waffe. Ja, es ist natürlich nicht eine Waffe per se, ja, aber du kannst damit schon jemanden umbringen. Das ist ein Hammer, das ist ja auch nicht. Der einzige Punkt ist, rechtfertigt natürlich trotzdem nicht, dass du jemanden erschießt oder so, aber ja. Was, wenn es Skateboards verboten werden in den USA, weil die eine Waffe sind? Ja. Sehr wahrscheinlich. Ach, dieser Gerichtsscheiß, der ist ja schon wieder fast 4 Jahre her. Das ist ja ganz entspannt. Ich fand es nur interessant, ne, dass hier dieser Backlash kam. Was? Ihr endorst unseren Dear Leader nicht, den Trumpian. Das ist ja sehr blöd von euch. Ja. Und dann wurde es komplett zurückgerudert. Ihr müsst unsere Meinung haben. Ja. Aber wenn wir da gerade einmal bei sind, würde ich halt wirklich in den USA noch ganz kurz mal auf diesen USA-Wettstreit, was wollte ich sagen? Wahlkampf. Ja. Wahlkampf kommen. Denn ich glaube, das ist auch diese Woche neu passiert, ne? Kamala, Tim Walz, richtig deutsch ausgesprochen, Tim Walz als Vize. Ich erstick gerade irgendwie oder irgendwas passiert.
Und das ist sehr gut. Der ist quasi so ein kleiner Bernie Sanders. Das kam sehr unerwartet. Ist er jetzt echt so links? Der ist wirklich sehr progressiv. Der hat dafür wird er gerade als Tampon-Tim beschimpft von den Rechten, weil er dafür gesorgt hat, dass unter anderem auch in der, also in seinem, er ist ja Gouverneur von Michigan, glaube ich, dass in seinem Bundesstaat auch in der, auf dem Jungsklo in den Schulen Tampons liegen. Warum auch nicht? Na, weil das impliziert, dass Jungs auch bluten können, I guess. Tun sie. Und das ist ein großer Skandal. Weil diese Jungs sind dann genötigt, in einem Raum zu sein, in dem Tampons liegen. Oh, es ist ja der hier Pinky Clove Skandal Teil 2 quasi. So ungefähr. Die Erweiterung. Ja. Und so einer ist das halt. Aber wer sich von Tampons gestört fühlt, ey, ohne Scheiß. Auch Frauen, die bluten, das ist widerlich. Auch wenn eine Person Nasenbluten hat, sind die auch ganz gut zum Beispiel. Das muss ja nicht mal Periodenblut sein. Obwohl ich glaube, wenn du dir die in die Nase steckst, die blutet, das könnte wehtun, oder? Wenn sich das so aufblustert. Habe ich auch nie gemacht, ich finde das auch blöd. Oder was ist, wenn ein heterosexueller Mann wenn seine Freundin irgendwie blutet und sie schafft es aber nicht zum Klo, da kann er auf seinen Jungsklo rennen und Tampons rausholen. Ich wollte gerade sagen, Tino, ein heterosexueller Mann hat im Jungsklo gar nichts verloren. Ach, so wusste ich auch nicht. Das ist für Jungs. Ja, ja oder ein junger Mann. Was du jetzt hier schon wieder aufmachst, du bist auf jeden Fall Tampon-Tino heute. Voll gerne. Stehe ich dazu. Nee, also das ist auf jeden Fall so ein richtig geiler Typ. Je mehr ich von ihm sehe, desto mehr gefällt er mir. Er sieht sehr sympathisch aus, ne? Er ist halt, lächelt so süß. Ja, sie ist ja so die Person of Color, wo dann viele sagen, die ist ein DEI Hire, also Diversity, Equity, Inclusion. Nein, dass sie quasi gut. Nur wegen ihrer Haut da ist, wo sie ist, bla 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 bla. Und er ist halt genau der Gegenentwurf, der ist so der typische American Dad, 60, also genau so alt wie sie eigentlich, aber sie sieht viel älter aus und hat halt so seinen typischen Humor. Ne? Also gab es auch ein Video mit seiner Tochter, wie die drüber reden, ich bin Vegetarier, ich esse nur Gemüse. Okay, also wir essen Turkey. So, Turkey ist mein Gemüse. Haha, also dieser typische, wie du wirklich ein Klischee-Dad aus Amerika dir vorstellst. Ja. Ich weiß, das ist für dich wieder ganz schlimm. Aber der ist wirklich sehr progressiv in all seinen Ansichten. Und der schafft es halt, das gut zu vermitteln. Der hat zum Beispiel auch dafür gesorgt, dass alle Schüler in seinem Bundesstaat kostenloses Essen in der Schule bekommen und Kommunist, so. Kommunist, Alter, Kommunist. Genau, das ist halt der Angriffspunkt. Ja. Aber während andere dann so sagen würden, tut mir leid, sagt er so, ja, okay, greif mich doch dafür an, dass bei mir Schüler kostenlos essen können. So. Ja. Und der macht das schon sehr, sehr gut. So muss es auch sein, aber ich verstehe dieses Argument nicht, dass halt Kamala Harris eine Quotenpräsidentin oder Kandidatin ist für ihre Hautfarbe. Was würde denn die Gegenseite sehen wollen von der schwarzen Kandidatin, damit sie das nicht sagen? Weißt? Ich glaube nämlich, dass sie überhaupt keine Argumente haben dafür, sondern einfach nur, egal welche schwarze Person antreten würde, würde es heißen, sie ist eine Quotenperson. Hm. Das ist ja eigentlich Quatsch. Das würde ja bedeuten, dass nur noch Weiße antreten. Ja. Weil die immer sagen würden, sie ist eine Quotenfrau. Ja, also die haben auf jeden Fall richtig großen Hype. Es fühlt sich ein bisschen an wie Obama 08, ja. Es ist wirklich. Da ist die Stimmung am Kochen. Die haben jetzt in Arizona zuletzt die größte Rallye in der Geschichte Arizonas gehabt. Da sind 20.000 Leute in so eine Halle gestürmt. Nee, Trump seine war viel größer. Ja, hat er auch gesagt. Er hat gesagt, der hat vor so großen Crowds gesprochen wie noch niemand zuvor. Ja. Und Martin Luther King ist nichts dagegen mit seinen Crowds gewesen und so. Alles ganz finster. Auch so eine Aussage nach seinem Interview für letzte Woche. Ich will es gar nicht so groß machen, ja. Es ist ja man kann noch erwähnen, dass er gleichzeitig dann noch bei Aiden Ross war im Stream. Das ist auch so ein kontroverser Streamer. Das war so richtig Panne. Der hat ihm eine Rolex geschenkt und einen Cybertruck. Oh, mit sympathisch. Einer von uns. Mit diesem Trump-Faustbild drauf. Ah, das habe ich gesehen, ja. Also wirklich alles ganz, ganz komisch. Hm. Und der ist halt wirklich so ein typischer Run-Streamer wie Montana Black, der dann eigentlich so 15-jährige maximal Zuschauer hat. Ja, der Sohn von Trump, der jüngste Baron, der hat das wohl veranlasst, dass er da unbedingt hin soll. Ja, es ist alles eine große Shitshow, aber eigentlich wollte ich das jetzt nutzen, um wieder ein bisschen zurück nach Deutschland zu lenken, weil du darfst das Wort AfD ja jetzt wieder sagen. Wir haben das ja so gut geschafft. Ich habe kein AfD-Thema. Ja, aber wir haben das so gut geschafft, letzten Monat nicht zu sagen, dann können wir das jetzt mal auskosten. Und ich finde, wir müssen doch jetzt davon lernen können, was da gerade in Amerika passiert. Also ich will da nichts jinxen, aber
die sind auf einem guten Kurs, jetzt das komplett rumzureißen. Während bei beiden vorher alle so, oh scheiße, Alter, wird das was? Ist jetzt halt so richtig Begeisterung da. Und das sind zwei Punkte. Zum einen haben die richtig Freude, ja, auf ihren ganzen Rallyes und ihren Ansprachen. Du merkst halt wirklich, wenn Trump da steht, sagt er, das sind die gefährlichsten Zeiten und alles ist scheiße und ihr müsst Angst haben und wir kriegen eine Invasion vom Süden und so. Mhm. Und bei Kamala Harris und Tim Walz ist es halt so, yo, und wir machen hier einen Gag und Tim Walz macht einen Gag, haha, der Vizepräsident von Trump ist ein Couchfucker und so. Ja, ja, genau. So, also so kleine Gags und es wird die ganze Zeit gelacht. Und das Zweite ist, und das ist ein bisschen weniger verständlich vielleicht, die rechte Seite wird weniger darüber angegriffen, dass sie Faschisten sind und Sexskandale mit Epstein und bla. Obwohl das ja ausreichen würde. Theoretisch, aber es fruchtet halt nicht, weil es ist diesen Leuten egal. Und was halt wirklich fruchtet, ist dieses, oh, die sind seltsam. Guck dir doch mal an, was sie jetzt schon wieder Seltsames gemacht haben. Weil, ja, und jetzt gehen wir in die Substanz und da können wir hoffentlich von lernen, weil die Rechte, oder also ich gehe jetzt mal von einer extremeren rechten Seite aus, ja, dieses, man will ganz konform sein, ja, das wird ja, Faschismus wird ja durch Gleichschaltung definiert, alle müssen da irgendwie passen, wenn da einer aus der Reihe tanzt, dann ist das ganz komisch, ja, und ich glaube, deswegen funktioniert das so gut, weil keiner möchte aus der Reihe tanzen und weird sein, weißt du, die krassen Nazi-Glatzen gibt es jetzt auch weniger, so dieses Klischee, aber wenn zu denen gesagt wird, oh, du verhältst dich aber seltsam, dann ist der vielleicht so ein bisschen verunsichert in seiner, was weiß ich, gefakten Männlichkeitsrolle, die er da so versucht zu vertreten. Und ich glaube, deswegen funktioniert das. Es ist wirklich 8 Jahre lang wurde gesagt, Trump ist gefährlich, Trump macht Klimawandel, scheiße, ist Faschist, Epstein, hat keinen interessiert von dieser Base, aber dieses ganze Trump ist weird oder seine Anhänger sind weird, das fruchtet. Und wenn wir jetzt vielleicht versuchen, dass man ein bisschen in Deutschland, ja, stellt dann Politiker hin, der einfach gute Laune vertreibt. Ja. Olaf Scholz zum Beispiel. Olaf Scholz halt gar nicht, ja, das meine ich. Lauterbach, komm. Wen haben wir in Deutschland, der wirklich einfach entertaining ist? Amthor. Ja, aber aus falschen Gründen, würde ich sagen. Ja, sicher. Aus falschen, ist halt wirklich am ehesten Gregor Gysi oder sowas. Man traut sich hier nicht, humorvoll zu sein in der Politik. Ja. Außer jetzt natürlich die Partei und so, ne? Ja, aber das ist ja auch nochmal was anderes. Ich finde, der Parteihumor ist halt auch so ein bisschen, der ist so ein bisschen von oben herab, weißt du wie? Von die Partei? Ja, schon so ein bisschen, also für die. Ja, aber auch nur geschwollen, also auch nur, die tun ja auch nur so, als wären sie von oben. Ja. Das ist ja aber, auch ein Teil des Gags. Ja, ich Leute von unten eigentlich. Ja, verstehe schon, was du meinst, aber es ist halt, ja, ich will gar nicht sagen intellektueller Humor, aber es ist halt nicht. Also teilweise, nicht, nee, ich nehme es zurück, es war mal sehr intellektuell, aber es ist halt nicht dieses Haha, Turkey, wie sagt man auf Deutsch, Alter? Das ist ja kein Truthahn, das ist das Wort. Ein Truthahn ist Gemüse, haha. Das ist halt total stumpf. Und das ist nicht der Parteihumor. Das passt. Meine ich. Doch, jetzt wo du sagst, passt sehr gut. Es gibt gerade einen Wahlspot von Mario Vogt, der für die Landtagswahl. Das CDU. Von der CDU, ja. Der für die Landtagswahl antritt in Thüringen, der Spitzenkandidat, der gegen Höcke dieses Duell hatte. Ja, was hatten sie noch? Hackebraten. Hackebraten? Irgendwie so Hackbraten. Genau, Hackepeter oder, oh fuck. Und der hat einen Spot gemacht, Wahlwerbespot, wo er so ganz ernsthaft mit so einer älteren Dame, irgendwie so einer Rednerin zu Hause sich mit ihr unterhält, was ihr schon weird ist, wenn du dich einsaust. Hab mich voll gekleckert. Pisse. Während er sich mit dieser alten Dame unterhält und ist halt ganz seriös und auf einmal kommt so ein Kind in die Kamera und sagt, Höcke ist doof, richtig doof. Ja. Und das fand ich irgendwie witzig, aber irgendwie auch peinlich. Und ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll, ob ich das irgendwie humorvoll finde, irgendwie mit so einem Zwinker-Smiley, oder ob es eher peinlich wirkt. Aber da hast du deinen Humor so ein bisschen vielleicht. Ja, weiß ich jetzt nicht. Das sind zwei verschiedene Ebenen, weil dieses, du hast ja jetzt den Humor direkt auf den Gegner bezogen quasi. Und das, was die an Humor machen, ist ein bisschen weniger. Das ist halt separat. Hey, wir haben einfach eine gute Zeit hier auf der Bühne. Das gibt's ja auch in Deutschland nicht so, dass die diese Rallyes haben. Ja? Das ist ja ein ganz anderes Format. Ja. Aber vielleicht sollte man das eher machen. Also Politiker, die halt ihren Stand haben, ist das eine. Aber wenn die da irgendwo auf einer Bühne stehen und halt einfach... Das macht die AfD recht viel. Ja, eben. Die machen sowas. Aber die sind halt auch dieses Furcht und Schrecken und es ist ganz schlimm. Und das funktioniert richtig gut, aber ich habe auch das Gefühl, dass in Amerika halt nach 8 Jahren, boah, Alter, was ist denn los? Nach 8 Jahren irgendwann so eine Fatigue einsetzt. Wie sagt man denn? So eine, weißt du, dass sich das aufbraucht. Du kannst nicht 10 Jahre am Stück
so wütend sein die ganze Zeit. So, und das Ding ist halt nur, dass die AfD da auch tatsächlich immer schlimmer wird und immer radikaler wird und immer gefährlicher wird. Und ich finde den Gedanken erstmal richtig zu gucken, wenn in den USA es funktioniert, irgendwie Trump und die Repis irgendwie lächerlich zu machen, dass es die Zahlen drückt, verstehe ich, aber es sollte nicht dazu führen, dass man das Kind nicht beim Namen nennt, dass man nämlich irgendwie nicht sagen kann, dass die AfD gefährlich ist. Das kann man ja zusätzlich sagen, aber dann halt wirklich sich drüber lustig machen oder so, wenn die wieder irgendeine dumme Scheiße machen. Das machen die auch bei Heute Show und so. Das ist, passiert ja auch. Nee, bei Heute Show, ich gehe von den Politikern aus, die stellen sich hin und sagen, oh, die AfD ist wieder hier die größte Gefahr der Menschheit. Und den Leuten ist das egal, weil die wählen ja aus Protest. Aber die wollen nicht aus Protest die Clowns von nebenan wählen. Da gibt es auch Angriffsflächen eigentlich, ne? So wie diesen Gunnar Linnemann, der ja auch so Kochvideos auf YouTube macht, so richtig awkward. Potenzial wäre da. Vielleicht ist es ja der neue Way to go. Müssen wir sehen. Ja, also ich habe ja immer gesagt, dass Amerika so ein bisschen Zukunftsblick ist für auch Deutschland. Weil aber Germany ist halt viel zu ernsthaft in der Politik. Das habe ich ja bei der Partei gemerkt. Die Menschen wollen teilweise gar keinen Humor haben auf Wahlplakaten oder in irgendwelchen Shows, wo die PolitikerInnen auftreten. Es ist nicht gewollt. Die wollen halt jemanden, der seriös ist und der nicht albern ist und so. Ja, weiß ich nicht. Gregor Gysi ist, glaube ich, trotzdem aber weiterhin einer der... Der ist aber nie gewählt worden. Der ist trotzdem einer der beliebtesten Politiker, oder nicht? Sicher. Naja. Aber er hatte damit keinen Erfolg. Der war vielleicht nicht in der richtigen Partei dafür. Das hat er so oft gehört, diesen Spruch. Ja. Und da hat er mal immer entgegnet, welche Partei soll ich denn eigentlich gehen, ihrer Meinung nach? Und die andere Seite, die haben es auch wieder recht. GSW. Gysi Schimmel. Ja, ist egal. Es geht darum, dass er eine eigene Partei bräuchte. Ach so, okay. Bündnis. Verstehe. Ja. Bündnis. Sarah Wiegi-Knecht. Ist zu spät, aber Gysi ist inzwischen auch zu alt, das zu machen. Ist vorbei. Das ist mir schon bewusst. Aber trotzdem, der hat ja das. So. Viele, das ist wie wenn irgendwie Mettler Ärzte hören. Die sagen... Es macht halt Spaß, auch wenn es nicht meine Mucke ist, kann man machen. Und Gysi ist ja selbst bei den Rechten sehr beliebt, was ja auch sehr ironisch ist. Aber ich glaube auch, dass Gysi in der SPD voll abgegangen wäre. Ich glaube, da wäre der ja, zum Beispiel 100% gewesen bei Wahlen teilweise. Ja. Anyways, das ist schon wieder so viel Politik. Ich wollte nur mal jetzt hier... Aber eins halt endlich noch zur Politik. Und zwar kam heute ein Song raus von der Band Donata aus Erfurt. Es ist eine Band, die ich sehr gut kenne und sehr mag. Ja, ich möchte mich auch an dieser Stelle bei all meinen Donatas bedanken. Mach das gerne. Dankeschön. Recht. Und Donata sitzt auch, also die Frontsängerin sitzt auch für die Linke im Landtag und die hat jetzt ein Video veröffentlicht mit Bodo Ramelow, wie sie Da covern von Trio. Es ist sehr witzig, tue ich vielleicht in die Playlist rein. Okay. Donata, Bodo Ramelow, Da, das ist sehr witzig. Das ist er selber, oder ist das ein... Ist er selber. Also hat er im Studio, es ist ja eh nicht so viel Text, aber hat er das im Studio gesagt oder haben sie seine Soundbites? Sie haben ein Musikvideo, wo auch vor dem Mikrofon steht und eine Sonnenbrille auf hat und die Band spielt dann dazu. Finde ich echt cool gemacht. Ja. Also ich würde es, wenn ich jetzt eine Band hätte, ne, würde ich jetzt auf jeden Fall niemals jetzt für so eine Partei Werbung machen konkret. Außer wenn es wirklich irgendwie... Nee, würde ich nicht machen. Also es ist nicht mein Mut, aber ich finde es cool, dass sie es gemacht haben, weil der Song einfach gut geworden ist. Aber wir haben ja schon in der Vergangenheit festgestellt, dass du käuflich bist. Wenn diese Partei dir jetzt 10 Millionen Euro dann gibt... Dann ja. Ja. Und das, damals auch wieder, Ramelow macht sich halt auch lustig über sich selbst, ne? Auch in der Politik sehr oft. Er hat auch seine Kehrseiten, ne? Aber trotz allem, dadurch, dass er jetzt Musik macht und Trio covert, ist ja auch so diese Richtung von, sie machen Humor, gehen auf die spaßige Richtung und so... Haben die vielleicht erkannt, die Linke in Thüringen? Also in Thüringen ist ja Ramelow trotzdem auch immer sehr beliebt gewesen. Das auch stimmt. Wenn vielleicht, ich glaube, der ist auch jetzt noch beliebter, als die Umfragezahlen zu seiner Partei sind. Ja, die ja sehr traurig aussehen, die Umfragen. Ja, naja, also das Ding ist, dass der ja auch so ein bisschen in diese Gysi-Richtung geht. So ein kleines bisschen. Ein bisschen vielleicht, dass der halt nicht so ganz stockig ist, sag ich mal. Nicht so der Anzug-Mensch, der typische. Wird jedenfalls sehr traurig in Thüringen werden. Die Umfragen aktuell sagen echt so BSW bei 19%. Also Bündnis Wagenknecht, die AfD ist halt bei fast 30 oder bei 24%, glaube ich. Danach kommt CDU und Grüne wären raus aktuell, FDP auch.
was, das ist aber gut. Und die Linke und SPD ist halt sehr schwach. Also es wird ein sehr trauriger Landtag werden dieses Jahr, glaube ich. Der Kemmerich, der gibt sich so Mühe. Weißt du, wie oft ich Werbung von Kemmerich kriege, Alter? Auf YouTube, ganz, ja. Ganz. In Berlin gibt es eine Glatze, die sie fürchten. Der Glatze sagt er nicht, aber so der gefährlichste Mann sitzt, irgendwie sowas, in Berlin, sitzt in Thüringen und so. Oder auch so ein Wahlplakat, wo man seine Schuhe sieht und diesen Blumenstrauß, der ihm damals zugeworfen worden ist, mit Überschrift oder Unterschrift zurückgetreten, um Anlauf zu nehmen. Mhm. Also echt awkward, der Mann. Mhm. Einfach nur awkward. Ja, der Kämmerich, jämmerlich, verpiss dich. Wie er sich so zu Steve Jobs in Szene setzt, ist ganz, ganz komisch auf diesen Plakaten. Die hätten den echt einfach absägen sollen, Kämmerich. Ja. Abgesägt wurde tatsächlich die Flugbahn eines Flugzeugs. Da vielleicht mal drüber reden. Ach so, das war wirklich richtig krass. In Brasilien ist ein Vopas Flight 2283 abgestürzt mit insgesamt fast 60 Leuten an Bord. Ich habe 61 Menschen hier. Oder 61, ja gut, dann waren es wahrscheinlich ohne Besatzung quasi. Vielleicht, also Passagiere waren es irgendwie 58 oder so. Egal, ist nicht so das typische Boeing-Modell, sondern schon so ein Teil mit Propellern links und rechts. Aber die Air Force, Alter. Wie bei Captain Baloo. Genau, nur ein bisschen größer halt. Die Airline hatte noch nie Abstürze. Und bei dem ist das irgendwie so surreal. Es gibt so zum ersten Absturz. Herzlichen Glückwunsch. Es gibt halt nicht solche Videos, glaube ich, von so abstürzenden Flugzeugen in der Art, weil es fällt eigentlich fast senkrecht aus dem Himmel. Aber es dreht sich dabei, aber also die Flugbahn ist halt fast senkrecht. Hm, stimmt. Und das sieht so absurd aus irgendwie. Da gibt es einige Videos, ne? Bei Twitter habe ich die gesehen und so. Ja. Und in der Oase auch habe ich das Video gesehen, wo ich einkaufen könnte, habe ich mal gehört. Ja. Und alle sind wohl tot. Und tatsächlich ist dieses Flugzeug neben ein Wohnhaus gestürzt. Also es hätte auch richtig böse ausgehen, noch böser ausgehen können, meine ich. Da gibt es halt auch ultravirale Videos von der Absturzstelle, wie alles brennt und du siehst so das Cockpit so abgetrennt und so. Hm. Wahrscheinlich fliegt so ein Flugzeug halt nicht mit 1000 km/h querfeldein. Hm. Und also ich glaube nicht, dass eine Boeing irgendwie in der Form abstürzen könnte. Wahrscheinlich nicht, nee. Aber das ist so, es sieht halt aus wie so ein riesiges Boeing-Flugzeug und fliegt einfach so wie so ein Stück Papier. Fällt's einfach aus. Es sah schon sehr weird aus. Ja. Und ich bin gespannt, was die Ursache ist, weil die haben ja die Blackbox wohl gefunden, die gerade ausgewertet wird. Ja, und es gibt auch quasi die Flugbahn an Tempo und Höhe. Also du hast so einen Graph, der über die gesamte Flugzeit die Höhe misst und das Tempo. Und du siehst halt wirklich, wie es einfach so senkrecht runtergeht. Ja, schon sehr finster, also. Ich habe aber Kommentare gelesen, was ich ganz witzig finde, zum Thema, warum machen nicht das ganze Flugzeug einfach aus der Blackbox, aus dem Material, wenn es immer überlebt. Aber liebe Leute, es ist sonst zu schwer. Punkt. Einfache Antwort. Ja. Wissen viele nicht. Also ich auch lange Zeit nicht. Ich habe es auch mit 12 erst gelesen, aber andere brauchen ein bisschen länger für. Ja, man ist sich ja auch bei manchen Sachen nicht sicher, ob da eine Blackbox drin ist, wie Trump ja auch bei Kamala Harris. Der hat ja gesagt, die Stimmt. ist indisch. Stimmt, eine Indian-Box, genau. Ja. Gott, oh Gott, oh Ich habe auch Gott. Gegenentwürfe gesehen, von wegen, ja, Trump war ja viele Jahre weiß, ist aber einmal orange geworden. Ja, was ist da denn eigentlich Kann los? Kann sich nicht mal entscheiden. Ja. Schwierig. Ja, Bangladesch, interessiert uns das mittlerweile oder auch nicht so? Weil meine Klamotten kommen da vielleicht her, eventuell. Na, ich glaube, im deutschen Sprachraum findet das nicht so statt, aber mal kurz erwähnen, da ist gerade eine Krise am Passieren. Mhm. Ich muss ja kurz gucken, ob das andere, was ich hier habe, auch Bangladesch war. Ich glaube nämlich... War Daesh nicht auch der Name vom IS? Ja, genau. Wie die nicht genannt werden wollten? Daesh? Ja. Das ist auch so ein Angriff bei Super Smash Brothers. Ich kenne da ein Muster. Mhm. Ja. Die Super Smash Brothers machen nämlich gerade dieses Land kaputt. Aber also aus gutem Grund, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe. Der Premierminister hat, glaube ich, Scheiße gebaut. Ist halt richtig geil, wenn ich so sage, interessieren wir uns da langsam für. Und ich bin selber nicht genug drin, um da jetzt irgendwie eine Meinung zu haben. Auf jeden Fall ist das Land komplett in Tumult aufgegangen. Und der Premierminister hat sich aus dem Land verpisst. Der ist so mit einem Hubschrauber abgeholt worden. Hm. Und dann sind ganz viele von den protestierenden Leuten einfach in sein privates Haus und haben dann in sein Bett gelegen und so. Es sind richtig witzige Bilder entstanden. Okay. Die posen dann halt so, wie sie an seinem Esstisch sitzen und so. Mhm. Aber gibt auch nicht so schöne Sachen, denn ein Hotel wurde dabei angezündet und 24 Leute sind einfach live, Alter,
Sie sind einfach verbrannt, wollte ich sagen. Gleichzeitig lese ich das Wort also, alive. Also nicht mehr live. Ja. Sie sind bei lebendigem Live verbrannt. Ja. Das ist schlecht. Das ist, das müssen wir jetzt nochmal explizit das sagen. Das ist einordnen, ja. Ja. Es gab es auch so ähnlich jetzt in Großbritannien, da gab es ja auch jetzt Vorfälle. Habe ich mir vergessen aufzuschreiben, aber fällt mir jetzt gerade ein beim Thema Brennen. Nämlich gab es da wohl einen Mord, also ein Brite, ein junger Brite, der aber, also hat wohl migrantische Hintergründe, aber ist in England geboren und hat wohl irgendwie Mädchen umgebracht. Ach, das der ja. Und daraufhin ist die politische Rechte in Großbritannien halt wütend geworden und hat ganz hart protestiert und Asylbewerberheim angezündet und so weiter. Es wurde auch ein falscher Name verbreitet, genau. Um das noch anzuschüren. Und falsche Fotos und so von den Leuten und falsche Ausweise, genau. Also so waren wieder Fake News unterwegs und ja, es war ein Brite, aber es war eben trotzdem jemand, der wohl einen Hintergrund hat, mit Migrationshintergrund war. Trotzdem, aber der ist dort geboren worden, dort auf geboren, jeden Fall. Genau. Und ich glaube, der war auch Christ und nicht irgendwie Moslem. Genau, das waren die großen Fake News, dass so. Er irgendwie eingewandert wäre und wäre ein Moslem. Aber das stimmt beides nicht. Ja, so, und da wurde auf jeden Fall in die Stadt gezogen und wahllos Leute verprügelt. Also irgendwie ist das gerade genau. In vielen Ländern so Trend. Vielleicht kommt das auch hier noch her. Und da brennt immer. Auch gerade viel und da war auch so der Kommentar von vielen Leuten, dass sich das die AfD hier auch wünscht, so in der Art, ne, dass sie eben auch wollen, dass die Leute mal richtig durchdrehen und Sachen abfackeln. Und das wird passieren, lege ich dir meine beiden Hoden ins Feuer, wenn die AfD verboten werden sollte. Ich glaube, dann wird sie richtig brennen. Was kein Argument dagegen ist. Ich glaube, es ist, dass man das Verbotsverfahren ansetzen sollte. Aber es wird nicht ungefährlich sein. Ich glaube, man sollte eher das Wort falsch verwenden. Ich halte es nicht für so wahrscheinlich, dass die verboten werden. Nach dem Kompaktverbot muss ich sagen, ist gar nicht so unwahrscheinlich. Also es wird offensichtlich doch hart geprüft und die Argumente sind ja also aktenweise, ja, und wenn der Verfassungsschutz und das Bundesverfassungsgericht irgendwie tausende Seiten Beweise hat, die sie zwar noch nicht vorlegen können, aber die haben sie wohl, dann wird es eng für die AfD und ich sag mal so, es wird nicht besser. Es kommen jetzt immer mehr Sachen raus, ne? Wie mit dem Hakenkreuz, dem Hitlergrußplakat, was gerade in Frankfurt an der Oder war. Da haben die AfD so ein Stockfoto genommen von einer Familie, die beide so ihre Arme so zu einem Dach hochhalten, wo Kinder drunter sind. Tina macht gerade Tina, Alter. Tino macht gerade einen Hitlergruß. Okay, ich habe wirklich einen Bauernlepp gemacht, Leute. Offenbar nicht lang genug. Nee. Ich mache halt aus ihren beiden Armen senkrecht so ein Dach und das Bild wurde gespiegelt. Das heißt, dass der Mann diesen Hitlergruß quasi auf dem Bild macht und ja, es ist ein Stock-Image quasi, aber das findest du in der Kartei, musst du ewig lang suchen und es gibt viele andere coole Bilder, wo irgendwelche Familien ihre Kinder schützen. Dass sie ausgerechnet das genommen haben, ist schon sehr komisch. Und sie haben im AfD Thüringer Landesprogramm haben sie auch ein Gedicht abgedruckt von einem Nationalsozialisten, der richtiger Hitler-Fan war und glühender Antisemit. Und sie haben sein Gedicht abgedruckt. Ich finde das ein bisschen komisch, dass das so relevant ist, dass der Mann den Hitlergruß macht. Also, dass das gespiegelt wurde, damit der Mann macht. Ja, weil er auch so aus wie so ein Fascho. So. Es war, glaube ich, eine osteuropäische Familie eigentlich auf dem Bild. Aber sie sehen halt, also er sieht halt der Deutsch aus mit so blonden, kurzen Haaren, Scheitel und so. Also es ist schon... Klassischer Deutscher. Es ist wieder so ein Ding, wo die AfD wieder sagen kann, huch, das stimmt doch überhaupt nicht, es ist ein Stockfoto, es ist Zufall. Aber die Zufälle häufen sich, sag ich mal so. Auch mit dem Gedicht, ja, das Gedicht hat auch nichts zu tun mit irgendwelchen faschistischen Gedanken, es ist einfach nur ein Naturgedicht. Ja, aber wieder zufällig von einem Faschisten so aus den 30er Jahren. Das sind eben Zufälle, die keine Zufälle mehr sind. Das kurz dazu. Ja, was auch kein Zufall ist, ist, dass Elon Musk jetzt rumheult, dass Leute nicht mehr Werbung schalten wollen. Ja. Ich sehe es ja gerade bei dir auch. Und zwar auf seiner Plattform Twitter, ehemals bekannt als Twitter, zukünftig immer noch bekannt als Twitter. Und die möchte der jetzt verklagen. Ne? Genau. Und jetzt spulen wir mal 8 Monate zurück. Da hat er in einem Interview gesessen. Und das ist wirklich unfassbar. Der sitzt da in einer Lederjacke. Auch noch. Und schafft es nicht cool zu sein. Mhm. Es ist wirklich. Du bist vielleicht der einzige Mensch, oder? Der das nicht hinkriegt. Nein, in der Lederjacke sind schon alle. Also alle cool, oder? Alle, eben. Nein, also der war dann in so einem Interview und hat dann gesagt: Hey, wenn du mich erpressen willst mit irgendwie bei mir Werbung schalten, fuck you. Mhm. Piss off. Fuck you and piss off. So, ja. Und es ist halt komplette Totenstille in diesem. Er erwartet natürlich ganz klar, dass da jetzt Leute klatschen und alle so, yeah! Aber es ist Totenstille. Also, das ist, glaube ich, richtig gutes Cringe-Material. So was cringe, ja, ja.
Und jetzt, 8 Monate später, sagt er, huch, warum sind die Leute nicht mehr da, zu denen ich Fuck you gesagt habe? Mhm. Und jetzt will er die verklagen. Was, also... Was nicht funktionieren wird. So ein Schwachsinn. Also er will quasi wegen so Kartellgeschichten und so, will er die jetzt verklagen, weil sie keine Werbung bei ihm schalten. Aber die haben ja nicht mal gesagt, ihre Freiheit. Ja, die haben ja nicht mal gesagt, dass sie jetzt Twitter boykottieren. Sie haben einfach keine Werbung mehr geschalten. Ja, genau. So. Also wird auf jeden Fall nach hinten oder gar nicht losgehen. Ist einfach lächerlich. Tja. Er kann auch nicht jeden verklagen, der kein Tesla kauft. Dieser Mann ist einfach lächerlich. Und es ist schön, weil je mehr der einfach im Rampenlicht steht und sich nicht hinter irgendwelchen PR-Agenturen und Ghostwritern versteckt, desto mehr wird es klar und wenden sich vielleicht auch Leute mal davon ab. So wie Rossmann. Rossmann? Denn Rossmann. Nach den Schleckerfrauen gibt es jetzt den Angriff der Rossmänner. Oh nein. Es ist der Wahnsinn, denn Rossmann kauft keinen Tesla mehr. Mhm. Hä, verkaufen die Autos? Nee, als Firmenwagen nutzen die das. Und ich habe hier ein Statement, Alter. Das schneidet tief in Euleins Fleisch rein. Rossmann wird ab sofort keine weiteren Tesla-Fahrzeuge für seinen Fuhrpark anschaffen. Das riecht gerade übelst nach Weed, Alter. Das kommt wahrscheinlich von unten. Nee. Okay, Marlin. Das ist doch heimlich. Marlin ruppt gerade eine Bong weg. Diese Entscheidung beruht auf der Unvereinbarkeit zwischen den Aussagen von Tesla-CEO Elon Musk und den Werten, die Tesla mit seinen Produkten vertritt. 2008 schrieb Elon Musk auf Twitter, vormals Twitter, immer noch Twitter, Tesla exists to help reduce risk of catastrophic climate change, which affects all species on Earth. Elon Musk macht keinen Hehl daraus, Donald Trump zu unterstützen. Trump hat den Klimawandel wiederholt als Schwindel bezeichnet. Auf einmal. Ne? Diese Haltung steht im krassen Gegensatz zur Mission von Tesla, durch die Produktion von Elektroautos einen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten. Ehrenmann Rossmann. So Raoul Rossmann, Sprecher der Geschäftsführung. Aus diesem Grund wird das Unternehmen Rossmann zukünftig keine Tesla-Fahrzeuge mehr für seinen Fuhrpark anschaffen. Den aktuellen Bestand an Tesla-Fahrzeugen wird Rossmann aus Gründen der Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung weiterhin nutzen. Jedoch wird das Unternehmen bei zukünftigen Fahrzeugbestellungen auf alternative Hersteller und Modelle setzen. Finde ich gut. Zack, einmal reingescheppert, Alter. Finde ich gut, ich kaufe gerne bei Rossmann ein. Ich habe mal irgendwo, war das auch in Weimar, habe ich in Rossmann gesehen, wo die Leuchtreklame ausgefallen war, wo das RO quasi ausgefallen war. Mhm. Da stand nur noch SS-Mann dort. Fand ich ganz witzig. Ja, bald steht in Thüringen vielleicht auch ein SS-Mann. Ne? Sehr wahrscheinlich. Wer nicht irgendwo stehen konnte, auf der Bühne stehen konnte, war Taylor Swift. Aha. Denn ihre 3 Konzerte in Wien wurden abgesagt. In der Stadt des Wiener Schnitzel und von Mozart und Falco. Konnte sie nicht auftreten wegen Terrorwarnung. Terrorgefahr, besser gesagt. Denn die Polizei oder der Geheimdienst, wie auch immer, haben 2 Männer festgenommen, die wohl ganz fest einen Anschlag geplant haben auf die Konzerte und wollten so viele Menschen töten wie nur möglich. Und da haben die Veranstalter gesagt, das ist uns zu risikoreich, trotz allem, auch wenn die verhaftet worden sind, wer weiß, ob es noch mehr gibt. Deswegen wurden die Konzerte abgesagt und die Fans sind sehr enttäuscht. Sie kriegen, ich bin enttäuscht. Ich auch. Hätte Taylor Swift erwischen können. Und sie, das ist deine Meinung. Nein. Dann hätten sie auch als Ohr geschossen. Dann hätte sie ja. Auch so, ja, fight. Also mindestens ein Song von ihr finde ich gut. Ja, und das ist, Shake It Off, oder? Ist doch geil. Nee, Shake It Off, Scar Cover ist geil. Von Party Like It's. Ja, ich will auch vergessen. Ja, ein Song, da gibt es nur so einen Remix davon. Ach so. Ich sag's dir gleich. Den tue ich in die Playlist heute. Warum nicht? Gerne. Und es ist wohl so, dass jetzt die Fans ihre Tickets wiederbekommen, also das Geld wiederbekommen für die Tickets, aber die ganzen Reisekosten und Hotelkosten werden nicht übernommen. Das heißt, da bleiben wir wieder drauf sitzen. Wildest Dreams. Remix. Okay. Ja. Merken wir uns. Und als Geschenk für die Fans, die darauf verzichten mussten, auf die Konzerte, hat Taylor Swift dem ORF... Ein Sextape. Nee, das gibt's doch nicht. Hat Taylor Swift dem ORF einen Live-Konzertmitschnitt geschenkt, den sie ausstrahlen dürfen, kostenfrei. Ist doch toll, oder? Das ist nett. Ja. Das ist einfach... ich bin jetzt Swiftie. Ich nicht, aber... Ja, jedenfalls krasse News und war meine Bubble sehr groß. Nee, es ist schon, ich will das jetzt gar nicht runterreden, es ist schon heftig. Es ist ja wirklich nicht so, dass da irgendwie ein kleines Kind irgendwo angerufen hat und gesagt, ha, ich mach Bombendrohung. Hey. Nee, es gab schon einen konkreten Anschlag. Das ist schon sehr, sehr, sehr konkret und das hätte wirklich ganz finster enden können. Aber ich muss Taylor Swift und den ganzen Ermittlern von Wien
ja, oder Österreich im Ganzen jetzt einfach mal Kritik äußern, weil die haben jetzt verhindert, dass wir vielleicht wieder bei einer neuen gewesen wären. Das stimmt, ja. Also das ist ein bisschen asozial. Wir können sagen, der Welt muss es schlecht gehen, damit es im Brennpunkt gut geht. Ist so. Also du willst auch mit, Alter. Die neuen, soll ich jetzt zumachen? Nee, lass nur, aber es ist sehr aufwendig. Lass nur, ist so geil. Also die neuen wird beim Brennpunkt wirklich selten gezückt. Das stimmt. Und wenn dann irgendwelche komische Leute, ja, was das war, na, die ganzen Wiener, die reden doch so. Ach so, ja, genau. Wenn die da einen Strich durch die Rechnung machen, dann prangere ich das an. Ja, das stimmt. So. Es gab ja mal einen Anschlag auf ein Ariane Grande Konzert und da gab es auch dann Tote. Da haben sich ja auch, glaube ich, Menschen in die Luft gesprengt am Eingang und so. Oha. Das ist schon richtig blöd. Siehst du mal, wie blöd die sind, dass die das am Eingang machen, wo nicht so viele sind. Die kamen wohl nicht rein. Vor der Bühne. Ja, die sind nicht durch den Metalldetektor gekommen. Ja. Die Blöden. Wer auch blöd ist J.K. Rowling. Ach, die alte. Und ich will jetzt gar nicht auf ihre Trans-Thematik eingehen. Das ist jetzt nicht so wichtig gerade. Da gab es jetzt... Sie hat sich auch eingereiht in die Iman Khelif-Geschichten von Olympia und so, dass die ja ein Mann wäre. Aber sie war gerade in den sozialen Medien, J.K. Rowling, weil sie ihr Profilbild aktualisiert hat bei Twitter. Was, und gut, das wirst du wahrscheinlich lesen können, was fällt dir auf? Ja, das ist jetzt ja Neues, oder was? Das war das Bild, was sie... Die hat was Pinkes an. Was ja? Fällt mir da auf? Im Hintergrund. Im Hintergrund? In eine räudige Wohnung? Ja, es schimmelt. Es schimmelt? Also es sieht aus wie Schimmel. Ich glaub's nicht, weil die ist eine Multimilliardärin, so eine Multimillionärin, Taylor Swift, J.K. Rowling. Aber auf dem Bild guckt sie halt in die Kamera, so mit einem rosa Oberteil, und sie ist im Hintergrund halt scharf, wie halt... Als würden die Wände schimmeln im Hintergrund. Es ist so eine gelbe Wand mit schwarzen Flecken ganz viel und so an den Ecken auch. Ja, also das ist doch ein Nothing-Burger. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, aber das hat sich wohl lustig gemacht, dass es halt bei ihr irgendwie schimmelt, ne? Sorry, but is that black mold crawling up the walls of her house? Is that why she's the way she is? Und so, da wurde es sich sehr lustig gemacht, bis sie sich gemobbt fühlte und musste ihr Profilbild wieder ändern quasi. Hat sie das gemacht. Also neues Profilbild genommen, wo man den Schimmel nicht sieht. Und hat wo aber ein komisches hier... wie so eine Art Penis im Hintergrund zu sehen ist. Also es sieht aus wie so ein Pimmel im Hintergrund, aber wird wahrscheinlich keiner sein. Und dann hat es wieder geändert in das Bild von mit dem Schimmel, nur mit dem Hintergrund in verschwommen quasi. Aha. Ja, also vielleicht ist das ja, also ich habe gesagt Nothing Burger, weil die Faktenlage ist nicht da, aber vielleicht ist das ja doch ein Angle, ja, wenn man jetzt den Björn Höcke zum Beispiel mobbt, du hast da irgendwie, guck mal, da ist ein Schatten, der sieht aus wie ein Pimmel, ja. Wie lächerlich, hahaha. Schimmel in der Wohnung vielleicht und so, ist ja, lächerlich. Vielleicht ist das ja was, also wenn sie das wirklich den Hintergrund unscharf gemacht hat, dann, das ist ja ein Eingeständnis, ja, dass es deswegen war. So, das Gleiche, ne, um da nochmal einmal ganz kurz den Exkurs nach Amerika zu machen, dieses J.D. Vance hat eine Couch gebumst, wo nichts dran ist, keine Wahrheit dran ist. Das weißt du ja nicht. Ja, genau. Das viele, ist, er viele kann gemacht. Es nicht beweisen, dass es nicht passiert ja, ist. Ja, genau. Aber das hat so krass die Runde gemacht. Das ist so ein Running Gag. Wirklich alle haben das mitbekommen. Obwohl das kommt erstmal, wenn du der Typ bist, der dieses Gerücht in die Welt gesetzt hat, Alter, wie der sich jetzt freuen muss. Ja. Zumal er bekannt ist, weil es gibt ja einen Screenshot von seinem Twitter-Post. Ach, von dem ersten, der das war, ja. Okay, ja. Cool. Der hat halt eine genaue Seitenzahl angegeben, wo das in dem Buch steht von J.D. Vance, aber das steht da halt nicht. Und ja, der hat halt auch mehrfach jetzt sich genötigt gesehen, da irgendwie drauf einzugehen. Und alleine, dass er sagt, wir werden jetzt hier nicht über Sofas reden, ist halt schon wieder witzig, weil er da steht und sagt, oh, das würde aber ein Couchfucker sagen, ja, dass er nicht darüber reden will. Wenn ich eher wäre, würde ich einfach ein Video drehen, wie ich eine Couch bumse. Ja, der müsste es halt einfach nur ownen, aber da kommen wir halt wieder dahin, dass die extreme Rechte will halt immer so ein starkes und krasses Mannsbild vertreten und das wäre dann nicht männlich, das da irgendwie so ironisch mit umzugehen, glaube ich. Er sollte einfach so ein Bild posten, wo er auf so einem Sofa sitzt und dann drunter schreiben, me and my ex-wife oder so. Mhm, ja. Wär doch das wäre witzig und dann wäre das halt instant gestorben, dieses genau, Meme. Ja. Aber das wird er wahrscheinlich nicht machen. Ja. Humorlos. Wer auch humorlos ist, das ist für mich noch eine große Sache. Da kann ich euch vielleicht für begeistern. Mein Handy ist gerade am Sterben. Ich kann hier nichts mehr tun, aber ist egal. Tim Pool. Es ist ein anderer Podcaster. Mhm. Konkurrenz. Timcast, genau. Konkurrenz. Der geht auch in eine ähnliche Richtung, aber ist auf jeden Fall extremer als Joe Rogan. Auf jeden Fall in der rechten Szene. Und der ist auch Skater. So. Oh. Und das
war ein, also die letzten 10 Tage, würde ich sagen, ging da ein Battle zwischen diesem sehr großen, ich glaube, der hat auch irgendwie 4-5 Millionen Abonnenten auf YouTube, und einem Skater, der Gifted Hater heißt und eigentlich nur alles hatet, aber so mit einem Augenzwinkern, aber tut er das wirklich so? Und Tim Pool hat er wollte bei einem Contest Geld spenden, glaube ich, damit er die lokale Szene unterstützt, so offiziell, aber dann gibt er eigentlich zu, dass er eigentlich die sehr konservativen rechten Werte in die Skate-Szene einimpfen will, sozusagen, und sich da so reinbauen will. So, und diese Hilfe wurde abgelehnt von den Leuten und haben gesagt, ey, wir haben keinen Bock auf dich. Ja. Daraufhin hat er das Land gekauft, auf dem der Skatepark ist. Okay. Um zu zeigen, ich bin ja dicke Hose. Das ist ein Boss-Move, ja. Ja, aber es ist halt so richtig armselig eigentlich. Mhm. Und dann ging der Shitstorm halt so los, ne? Mhm. So, und dann hat der Gifted Hater den komplett auseinandergenommen. Und dann hat Tim Pool tatsächlich geantwortet, hat ganz viel kritisiert, sagt aber in seinem Video auch, dass er das Gifted Hater-Video gar nicht gesehen hat. Und so ging das dann ein bisschen hin und her. Und es war sehr, sehr entertained. Ich frage mich gerade, wenn ich der Besitzer dieses Skateparks wäre und ich wäre auch gegen rechte Meinungen, wenn mir so ein YouTuber, so ein Fahrschul-YouTuber irgendwie 5 Millionen anbietet für das Stück, so, was viel weniger vielleicht wert ist, würde ich es ausschlagen oder würde ich es annehmen, das Geld? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Naja, du kannst das Geld annehmen und dann irgendwo anders was Größeres bauen oder besser. Und irgendwas bauen, dieses Geld ist von diesem Faschisten und der ist scheiße, ein großes Schild hinstellen oder was weiß ich. Faschist ist vielleicht auch eine Spur zu viel, aber ja, Tim Pool ist schon ziemlicher Dulli. Der hat halt auch offensichtlich Haarausfall und seit irgendwie 10 Jahren läuft er wirklich nur mit Beanie rum, egal welches Wetter. Okay. Das ist halt auch so ein wo du halt siehst, guck mal, da gibt es das eine Bilder, Bild. Ja, aber das ist das eine. Das eine Bild, der ist sonst immer in Beanie, Alter. Kann 50 Grad sein, immer Beanie auf. Ist das nicht voll woke hier, der Spruch mit Eat Your Veggies? Von Tim Pool, das ist doch voll woke. Ja, ich so glaube, das ist so ein 4chan-Ding, das ist bestimmt doppeldeutig. Okay. Ja. Okay. Spannend, ja. Ja, das war für mich auf jeden Fall entertainend. Hat auf jeden Fall auch außerhalb der Skate-Szene Leute in Atem gehalten, sag ich mal. Einfach dieser Move, ja, dafür muss man ja ein Skater sein, um das nachzuvollziehen, dass da jemand so ein gekränktes Ego hat, weil das Geld von ihm ausgeschlagen wurde, weil wir wissen, was du für ein Spacko bist. Mhm. Ja, dann kaufe ich einfach das Land und dann zwinge ich euch da, oder weißt du, dann seid ihr meiner Gnade, dass ich euch da überhaupt noch skaten lasse, unterworfen. Das ist so klein, Alter. Ja, der wird dann wahrscheinlich sehen, dass die nicht mehr skaten gehen bei dem Park, jetzt nachdem er das gemacht hat. Also hoffe ich zumindest. Und es gab ja auch von anderen, auch von der AfD manchmal so Spenden an irgendwelche Vereine, die dann das abgeschlagen haben und so. Finde ich gut, weil viele Vereine ja auch Geld brauchen, ne? Und dann ist es schon eine harte Decision zu sagen, wir nehmen kein Geld von der AfD an. Das ist schon ein Respekt-Move. Ja, Respekt-Move. Das war's mit meinem Respekt hier, glaube ich. Ja, same, aber auch nicht mehr Themen für heute mitgebracht. Also keine relevanten mehr. Ja, das ist ja nicht schlimm, weil dann können wir richtig geil Widest Dreams in die Playlist rein. Aber erstmal die Wochenbewertung. Natürlich, das würde ich niemals vergessen. Nee. Würden wir niemals, ja, wir haben ja festgestellt, in 9 kann es nicht sein. Nee. Leider, leider, leider. Aber auch so. Die Terrorgefahr finde ich schon bei Taylor Swift bemerkenswert. Ist ein paar Punkte wert. Also das abstürzende Flugzeug ist für mich schon allein ein Punkt. Das auch, das, ja. Ist also das für mich sehr surreale Footage und darum geht es ja auch im Brennpunkt Internet. Das war ein virales Video, was rumgeschickt wurde wie eine Edeldirne im Mittelalter. Und deswegen... Aber wie weit gehen wir damit, weißt du? Ja. Ja, also für mich persönlich, aber das ist eigentlich positiv. Aber dieses ganze Kamala Harris nimmt Tim Walz, den progressivsten von den 6 Finalisten als Vizepräsident, das hat wirklich mich emotional mitgenommen, als ich da den ersten, die ersten Ansprachen von denen gehört habe. Gibt auch aber eine, gebe ich da Debatte jetzt einen Punkt bald, Plus, ne? Oder einen Minus? Also ist eine 7 zu langweilig? Also, es fühlt sich wie eine 7 an. Ich finde, eine 7 ist so eine Wohlfühlzahl, wenn man weiß, es ist einiges passiert, aber auch nichts Weltbewegendes. Ja, ja, doch, so, geh mal dahin. Ja? Ja. Ist zwar vielleicht ein bisschen boring für euch, aber ich finde 7. Wir sagen 7,1 wegen dem Busch vor Mona Lisa. Okay, da gehe ich mit. Dann ist es rund. Irgendwie sieht das hier auch, wenn ich immer so ranzoome. Ah, nee, gut, jetzt geht's. Wenn man ganz nah ranzoomt, sieht es aus wie eine Vulva. Aber wenn man so ein bisschen weiter weg ist, hätte es auch so.
ein kleines Hodensäckchen sein können. Wildest Dreams Remix. Was ich. Was wild, wie weiß oder? Wild. Wild. Wildest. Wildest Dreams und dann Remix. Und wenn es den dann nicht gibt, dann rast ich aus. Wildest Dreams, Taylor's Version. Die Frage ist ja, welcher Remix, ne? Rehab. Rehab Remix? Ja. Ah ja, okay. Den mag ich. Der ist ein bisschen 0815 Popnummer, aber irgendwie kriegt der mich. Der kommt in die Playlist von Brennholz Untermusik. Habe ich letzte Woche schon Jack White hier reingenommen? Ja, ne? Darf ich nicht unterschlagen. Der hat ein neues Album getroppt. Ich glaube, letzte Woche habe ich da... Ja, habe ich. Das weiß ich gerade nicht. Aber den Song von Donata gibt es nicht um Bodo Ramelow bei Spotify. Nein. Gibt es nur bei YouTube. Deswegen mache ich einfach rein von Raumfisch und Stilo. Kaufe nichts, ficke niemand. Okay, ist das nicht dieser Bulli-Film Raumschiffserpreis? Das kann auch sein, ja. Also, viel Spaß mit den neuen Songs. Guck mal, ob du Jack Dings reingemacht hast. Ja, ziemlich sicher. Jack White. Also, Leute, das war auf jeden Fall ein Fest. Ich war vielleicht ein bisschen müde, aber... Das macht nichts. Das zieht sich ja hier durch. Ob es morgens ist, ob es abends ist, ich bin müde. Also, viel Spaß mit Taylor... Eigentlich ist es Tino sonst. Ja. Sonst bin ich mal müde. Viel Spaß mit Taylor Swift und Rehab und Raumfisch und Stilo. Ist ein cooler Song auf jeden Fall. Uns wird vorgeschlagen, als nächstes hier kommt Alex von den Toten Hosen. Schmutz. Und Reinhard Grebe mit Brandenburg. Finde ich gut. Gute Auswahl. Ja, dann würde ich sagen, ihr wascht euch am besten mal. Ich gehe jetzt ins Bett, weil ich muss morgen wieder früh aufstehen zur Fortbildung. Hält der Arbeit. Es ist echt schlimm. Es ist schlimm, arbeiten zu gehen. Tschüss, wascht euch, bis zum nächsten Mal. Und hoffentlich haben wir nächste Woche eine schöne neue mit tollen, schönen... This is how good pussy sound. Tschüss. Ich muss auch nicht, Alter. Komplett müde. Das war ein Deck, Alter.